Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wie kommen wir da bloß wieder raus? Das ist die Gretchenfrage tatsächlich für die nächsten Tage und Wochen. Ich freue mich sehr, dass dieser Mann, Professor für Virologie, heute unserer Einladung gefolgt ist, mit dem wir nämlich über ein einzigartiges Forschungsprojekt sprechen wollen, das jetzt den besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg begonnen hat und von dem er sagt, eigentlich hätte das schon viel, viel früher stattfinden müssen. Was er berichtet, klingt spannend und es klingt anders als das, was wir dieser Tage von seinen Kollegen und auch aus der Politik so häufig hören, die uns nämlich auf eine sehr lange Durststrecke vorbereitet. Er sagt, es ist heftig, was da gerade auch mit der Existenz vieler Bürger passiert. Und ich glaube, das kann nicht sehr lange so weitergehen. Was also empfiehlt er? Fragen wir den Virologen Hendrik Streeck. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, einen guten Weg daraus. Das ist das, was wir dringend brauchen, sagt auch dieser Mann, einer der führenden Ökonomen dieses Landes. Wenn man sich nun mal die Situation der Autoindustrie beispielsweise anschaut, dann wird klar, warum allein die deutschen Autokonzerne verlieren im Moment 400 Millionen Euro, und zwar an jedem einzelnen Tag. Und es gibt Experten, die sagen, noch mehr müssen wir eigentlich den Tag fürchten, an dem das alles mal vorbei ist. Denn es könnte sein, dass wir danach ein Viertel unserer Autos schlicht und ergreifend nicht mehr verkauft kriegen. Ist es das, wenn er sagt, wir müssen uns da ehrlich machen, die Wirtschaft wird nach der Krise für viele Jahre das Vorkrisenniveau nicht mehr erreichen? Herzlich willkommen, Professor Marcel Fratscher. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, und die große Frage dieser Tage ist auch, ist es unethisch, sozusagen Wirtschaft gegen Menschenleben abzuwägen? Es wird sehr interessant sein, dazu später Professor Reinhard Merkel zu hören, der uns zugeschaltet ist, Mitglied des Ethikrates, der in diesen Tagen sehr schwierige Fragen zu diskutieren hat. Herzlichen Dank für die Einladung, der Sie gefolgt sind. Und es wird spannend sein zu hören, was sie dazu sagt. Theologin, Seelsorgerin, Autorin, die mit einem interessanten Satz zu zitieren ist. Wir müssen dringend, sagt sie, aus dieser Passivität rauskommen, denn Passivität fördert Selbstmitleid. Und noch so ein interessanter Gedanke. Manchmal sagt sie, habe ich den Eindruck, wir leben in einer karnevalistischen Gesellschaft. Wenn Dinge keinen Spaß machen, dann tun wir sie auch nicht. Und vielleicht entdecken wir in dieser Krise wieder eine neue Art von Tiefgründigkeit. Herzlich willkommen, Margot Käßmann. Und später sind wir ebenfalls verbunden mit unserem New York-Korrespondenten, mit Johannes Hanau, der uns erzählen wird, wie die Situation sich in New York gerade gestaltet, der aber auch, und das ist in dem Zusammenhang sehr interessant, ein intimer Kenner Chinas und Südostasiens ist. Herzlichen Dank für deine Schaltung, Johannes. Gleich zu Beginn aber hier in dieses Studio, Herr Streeck, gibt gerade eine große Diskussion über die Frage Mundschutz, ja oder nein. Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Wie bewerten Sie das? Wir erleben hier, und das irritiert ehrlich gesagt nicht nur mich, wie sich so die Meinung ändert. Also von am Anfang bringt gar nichts bis hin zu nach 20 Minuten ist das Zeug eh durchfeuchtet und dann schützt das gar keinen mehr. Bis hin jetzt zu der Tendenz zu sagen, sollten wir vielleicht mal drüber reden und heute die Stadt Jena, die als erste Mundschutz verpflichtend macht. Ja, man muss erst mal unterscheiden, über welche Mundschutze man redet. Mhm. Wir reden jetzt nämlich nicht über die FFP3-Masken oder FFP2-Masken. Das sind diese dicken Masken, die vielleicht sogar noch ein Ventil an der Seite haben, sondern den normalen OP-Mundschutz oder auch den selbstgenähten Mundschutz. Mhm. Die WHO ist da sehr eindeutig. Die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt nicht für den täglichen Gebrauch einen Mundschutz. Und wir wissen auch, wie das Virus sich überträgt. Natürlich, wenn jemand Husten hat und eine Erkältung hat und schniefend durch die Straßen geht, dann ist es für ihn ratsam, einen Mundschutz zu tragen, damit er sein Gegenüber nicht infiziert. Also dieser Schutz ist dafür da, dass der andere sich nicht infizieren kann. Aber wir wissen auch, dass es eigentlich keine Übertragung bisher, keine nachgewiesenen Übertragungen gibt. Zum Beispiel beim Einkaufen. Es gibt keine nachgewiesenen Übertragungen beim Friseur. Und ich finde, für mich ist da das beste Beispiel zum Beispiel der Webasto-Fall. Da war eine, der Autozulieferer aus Süddeutschland, aus Starnberg, ne, glaube ich, war das Kreis Starnberg. Mhm. Die Frau war ja sehr infektiös, wie es schien. Die hat aber kam mit dem Flieger rüber, hat im Hotel übernachtet, hat im Restaurant gegessen, vielleicht Einkäufe gemacht. Aber sie hat nur ganz spezifisch die Mitarbeiter in Webasto infiziert. Und auch auf dem Rückflug
kam nicht die Meldung, dass es viele Infizierte gegeben hat. Darauf kann man schon rückschließen, alleine auf dieser Infektionskette, dass das Essen im Restaurant, dass das Arbeiten im Hotel nicht der Ort der Infektion eigentlich ist. Das ist ein interessanter Punkt. Trotzdem sehen wir, Blick nach Hongkong, Blick nach Singapur, Blick nach Taiwan, Blick auch nach China, Blick auch nach Japan. Südostasien benutzt Mundschutz, und zwar großflächig, im Grunde jeder. Also meiner Logik erschließt sich mir nicht, warum das nicht funktionieren soll. Zumal man ja auch offensichtlich mittlerweile versteht, dass 50% derer, die infiziert sind, gar nicht wissen, dass sie überhaupt infiziert sind. Das stimmt. Also es gab eine sehr gute Studie aus Hongkong, die gezeigt hat, dass 40% der Infektionen in der symptomfreien Zeit stattfinden. Also in der Zeit, wo man sich eigentlich nicht krank fühlt. Also das ist eine Studie, die man zumindest beachten muss dabei. In China oder Asien generell ist es ja kulturell was anderes, einen Mundschutz zu tragen. Da wird sehr viel häufiger ein Mundschutz getragen. Aber da wurde auch zu der Zeit vor dem Ausbruch schon der Mundschutz getragen. Aus Luftverschmutzungsgründe, genau. Und so weiter, ja. Aber wir sehen zum Beispiel, dass der Mundschutz, also einfach von der Größe, der Porengröße, bringt dieser OP-Mundschutz nicht dem, der es trägt. Also es gibt einem selber keinen Schutz vor der Infektion. Aber es ist eine Solidarität mit dem anderen, dass wenn man erkältet ist, dass man jetzt seinen Husten und Niesen nicht dem anderen ins Gesicht schleudert. Und das ist eigentlich der Sinn davon. Aber genau deswegen leuchtet mir das nicht ein. Wenn das beide sozusagen machen, dann kann das doch nur einen positiven Effekt ganz am Ende haben. Es gibt diesen Ort Vaux in der Nähe von Venedig, der, glaube ich, etwas Ähnliches gemacht hat, wie das, was Sie, glaube ich, gerade in Heinsberg vorhaben. Sehr interessant, sich das mal anzuschauen und mal zu lesen. Es ist ein kleiner Ort, 3500 Einwohner, wo die Universität, glaube ich, Padua sehr schnell getestet hat und geguckt hat, was passiert da eigentlich. Innerhalb von 2 Wochen, das ist die gute Nachricht, war dieses Virus im Griff. Das ist sehr erstaunlich. Dort gab es, glaube ich, den allerersten europäischen Toten auch, ein 78 Jahre alter Mann. Und bei der Gelegenheit haben die das auch herausgefunden. 50% derer, die es hatten, wussten es nicht und haben es noch nicht mal mitgekriegt. Ja. Das heißt, wenn mich so jemand anspricht, mit 10 Minuten Dauer beispielsweise mit mir spricht, mich anhustet, dann schützt mich das doch, wenn der so eine Maske trägt. Also dass man selber geschützt ist, wurde nicht gezeigt, dass man den anderen Schutz Das meine ich. Wenn der es hat und es nicht weiß und mit mir spricht, dann hilft mir das doch, oder nicht? Also die Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation ist deshalb so, dass wir nicht alle einen Mundschutz tragen sollten, weil einfach nicht genug Ressourcen dafür da sind im Moment. Okay. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man das auch denen vorenthält, die wirklich krank sind. Ne? Und und vor allem auch den Teil der Bevölkerung, die in diesem Bereich arbeitet, also den Pflegern, den Krankenschwestern. Nee, das verstehe ich, aber dann muss man das doch den Leuten mal klipp und klar und deutlich sagen und nicht die ganze Zeit sagen, Freunde, das bringt eigentlich alles gar nichts, um dann am Ende zu erklären, eigentlich haben wir gar nicht so viele Masken. Das akzeptiere ich als Argument, aber das Argument, dass Masken per se nichts bringen, das will mir nicht einleuchten. Zum eigenen Schutz bringt es auch nicht. Vielleicht war das am Anfang nicht klar. Sich selber zu schützen mit einer OP-Maske bringt nichts und es gibt keine Gefahr beim Einkauf oder so, wie ich vorhin erklärt habe, jemand anderen zu infizieren. Wir sehen ja, wie die Infektionen stattgefunden haben, die Größe der Infektion. Das war nicht im Supermarkt oder im Restaurant. Das war bei der Party beim Après-Ski in Ischgl, das war in der Trompete in Berlin in der Bar, das war bei der Kappenkarneval in Gangelt und bei den ausgelassenen Fußballspielen in Bergamo. Und da gibt es überall in der Welt diese Beispiele, wo wir die großen Ausbrüche haben. Aber das kam nicht aus einem Supermarkt, das kam nicht aus einem Fleischer oder aus einem Restaurant, sondern das kam aus engen Beieinandersein für eine längere Zeit. Verstehe ich. Aber noch mal in diesem Stadion. Die stehen da jetzt alle zusammen und zelebrieren gemeinsam dieses Fußballspiel. Angenommen, die tragen alle eine Maske. Was wäre dann Ihrer Meinung nach als Experte der Effekt? Wenn alle eine Maske tragen würden und ausgelassen feiern, dann wären die Masken sehr schnell so durchfeuchtet, dass sie keinen Effekt mehr haben würden. Aber am Anfang hätte es einen Effekt, dass man die Infektionsraten runtersetzen würde. Okay. Das stimmt. Okay. Frau Kiesmann, wie machen Sie das?
Wie diskutieren Sie dieses Thema? Tragen Sie Mundschutz in der Familie? Achten Sie darauf? Oder wenn Sie rausgehen, einkaufen? Wir sind im Moment einfach auf Distanz zwischen den Enkelkindern. Meinen Kindern und mir, die habe ich jetzt nicht gesehen. Wir machen das im Moment per Skype-Konferenz, dass ich Bilderbücher vorlese. Also da ist die Distanz ganz klar gegeben. Aber wir brauchen natürlich auch Nachrichten, auf die wir uns verlassen können. Ich denke, im Moment ist es ganz wichtig, dass wir Vertrauen haben, dass die Experten, ob es jetzt Virologen sind, Ökonomen, zusammen versuchen, einen Weg zu finden, der Vernunft und das Vertrauen und die Zuversicht haben, dass wir diesen Weg finden. Als Theologin finde ich den Weg nicht. Ich kann die Menschen nur ermutigen, dass ein Weg da sein wird, der für dieses Land gangbar ist. Und ich denke, diese Ermutigung, um die geht es eben auch. Herr Strick, diese Studie, die Sie da jetzt anstreben, von der Sie sagen, das hätte man eigentlich viel, viel früher machen müssen. Was machen Sie da genau? Und wenn Sie sagen, ich bin eigentlich der Wissenschaftler, der am meisten Covid-19-Patienten überhaupt in diesem Land gesehen hat. Was haben Sie da gesehen? Was waren das für Krankheitsbilder? Wie ernst muss man diese Krankheit nehmen? Und wie entspannt müssen wir auf der anderen Seite auch irgendwann mal werden, weil wir ja lernen müssen, damit umzugehen, schlicht und ergreifend. Das bringt doch nichts, die Leute von morgens bis abends in nackte Panik zu versetzen. Also das ist dadurch entstanden, dass wir vom Gesundheitsamt in Heinsberg gebeten wurden, ob wir die Diagnostik für eine Zeit übernehmen können. Also die Feststellung, ob eine Covid-19-Infektion vorliegt oder nicht. Mhm. Und am Abend habe ich mich mit einem guten Freund, der aus der inneren Medizin am Klinikum ist, zusammengesetzt und wir haben gedacht, das ist eigentlich auch eine Chance, die Erkrankung besser zu verstehen. Und haben dann über Nacht noch Ethik und die Studie zusammengestrickt und sind dann am nächsten Tag auch zusammen mit der Hygiene in Bonn unter Ricarda Schmidhausen rausgefahren nach Gangelt und in enger Zusammenarbeit übrigens mit der Verwaltung in Heinsberg und mit Herrn Pusch, dem Landrat und so weiter. Ja. Und sind dann von Haushalt zu Haushalt erstmal gefahren. Das ist jetzt nicht die Studie, die wir jetzt machen, aber da sind wir von Haushalt zu Haushalt gefahren und haben die Leute erstmal nach Symptomen befragt. Wir haben sie befragt, also wie sie sich vielleicht infiziert haben könnten, was für Medikamente und Vorerkrankungen sie haben und haben aber auch Abstriche genommen und Blutproben genommen. Gleichzeitig haben wir die Umwelt abgestrichen. Wir haben getestet, ob das Virus auf den Türklinken ist, in der Luft, in der Toilette, in, auf dem Handy, auf der Fernbedienung und haben auch die Katzen abgestrichen und sind dann wirklich von Haus zu Haus mehrere Tage gegangen und haben uns mit den Leuten unterhalten. Und ein Forschungsergebnis, das haben wir schon zumindest in die Presse gegeben, ist, dass fast alle über einen Geruchs- und Geschmacksverlust berichten. Das bleibt ein paar Tage und dann kommt der wieder. Also es ist nicht dauerhaft, aber es war ein Symptom, was vorher zum Beispiel noch nicht aufgefallen ist. Und Sie sagten, es ging extrem weit, also der Verlust des Geruchssinns. Ich habe so einen Satz von Ihnen im Ohr, wo Sie berichten, dass eine Frau nicht mal mehr die volle Windel ihres eigenen Babys, eine Mutter, riechen konnte? Ganz genau. Also das war auch eine Krankenschwester, die dann sehr eindrucksvoll berichtet hat, wie sie selber mit Essigessenz getestet hat, ob sie das noch riechen kann. Und war ganz verblüfft davon. Und der Erste, der uns das erzählt hat, dem hatten wir das gar nicht so ernst genommen. Also weil wir dachten, der hat jetzt einen Quarantäne-Lagerkoller oder so und hat das einfach jetzt so ein bisschen psychosomatisch drauf reagiert. Darf ich fragen, wann? Am Anfang? Es ist leider, wir glauben es, wir wissen es nicht genau. Wir glauben erst gegen Ende der Erkrankung, dass das kommt. Und es gibt jetzt auch andere Berichte, die sagen, dass es in einigen Fällen andere Nerven angegriffen werden kommen. Okay. Aus Iran habe ich einen Bericht gekriegt, dass es an die Ohren auch gehen kann. Also einige für eine kurze Zeit über Taubheit berichten. Das kurze haben wir, Zeit ist in dem Zusammenhang wichtig. Das heißt, kommt wieder zurück, dieser Sinnesverlust sozusagen. Aber wir haben das selber nie beobachtet, eine Taubheit, sondern nur den Geschmacks- und Geruchsverlust. Wenn Sie gerade sagen, wir haben da überall Abstriche genommen, selbst auf der Katze. Ja. Wo sind denn die meisten Viren drauf? Das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenthema für viele Leute. Und auch da hören wir immer sehr viele widersprüchliche Meldungen. Was können Sie uns verbindlich dazu sagen? Also die Katzen haben übrigens super mitgearbeitet. Die haben alle auf den Stäbchen rumgebissen. Aber keine der Katzen ist positiv gewesen für Covid-19. Was interessant war, und das ist eben unter der Leitung der Hygiene, die kennen sich auch da sehr gut mit aus, aber die haben, wir haben selber dann Viren zwar nachgewiesen auf den Türklinken oder mal im Toilettenwasser, mal im Waschbecken, aber
Wir haben dann in der Virologie diese Abstriche genommen und haben versucht, das anzuzüchten und zu schauen, ob das Virus wachsen kann, ob das Virus infektiös ist. Und das konnten wir nie. Was bedeutet, dass wir quasi die DNA von toten Viren, also RNA von toten Viren nachgewiesen haben, aber kein lebendes Virus daraus gekriegt haben. Das heißt, der Griff an die Türklinke, der Obstkorb im Supermarkt, die Katze, das Handy, was auch immer, davon geht eigentlich keine Gefahr aus. Ja, also das wird jetzt in der neuen Studie, die wir jetzt aufgesetzt haben, vertieft. Wir wollen eine repräsentative Stichprobe auch in diesem Bereich haben, nicht nur bei der Dunkelziffer, um wirklich genau zu sagen, wo befindet sich Virus, wo befindet sich kein Virus. Aber für mich sieht es nach den vorherigen, die Ergebnisse, die wir bisher haben, danach aus, dass eine Türklinke nur infektiös sein kann, wenn vorher jemand quasi in die Hand gehustet hat und dann raufgegriffen hat und man danach auch wieder auf die Tür klingelt. Danach heißt, also wie lange halten die sich da drauf? Haben Sie da eine Idee? Also so eine Zeitstudie ist gut noch nie durchgeführt worden. Wir wissen es nicht genau. Aber wir waren in einem Haushalt, wo viele hochinfektiöse Menschen gelebt haben. Okay. Und trotzdem haben wir kein lebendes Virus von irgendeiner Oberfläche bekommen. Das ist doch mal eine gute Nachricht, finde ich. Das heißt, das Abstand halten, Leuten einfach nicht zu nahe kommen, nicht zu lange mit jemandem aus Nähe zu sprechen und Hände waschen, etwas ist, was uns wirklich weiterbringt. Davon bin ich überzeugt und da finde ich auch ein bisschen das Problem in unserer Diskussion bisher, dass wir sehr über Spekulationen und Modellrechnungen reden. Also, und da muss ja nur ein Faktor in so einer mathematischen Rechnung falsch sein, dann fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Ich finde es eigentlich genau, das muss man machen gerade, dass man die Daten zusammensammelt und wirklich Fakten schafft, dass man auch auf deren Basis Empfehlungen aussprechen kann und auf deren Basis auch Entscheidungen treffen kann. Darf ich mal fragen, hat das Robert-Koch-Institut diese Studien dort in Heinsberg, wo man das ja sozusagen beispielhaft betrachten kann, haben die das dort auch untersucht? Nein, das hat mich selber auch gewundert, dass Sie das nicht gemacht haben. Wir haben uns von unserer Seite erstmal zurückgehalten, weil wir dachten, das ist eine Aufgabe der Bundesoberbehörde, sowas zu machen, weil Sie ja uns auch Empfehlungen, also auch für die Diagnostik ja Empfehlungen an die Hand geben, wen man testen soll, wen man nicht testen soll. Und als ich dann gelernt habe, dass das Robert-Koch-Institut so eine Studie nicht macht, aber auch nicht andenkt, fand ich das eigentlich fast eine Pflicht als Virologe, dass wir das machen sollten. Ich könnte mir natürlich auch gut vorstellen, jetzt einfach nur meinen normalen Arbeitsalltag nachzugehen. Also das ist natürlich eine extreme Mehrbelastung. Aber so eine Studie muss gemacht werden, damit wir einfach für die Politik, aber auch für die Bürger Antworten finden. Entnehme ich dem auch, ich versuche gerade mal so ein bisschen zwischen den Zeilen zu hören, Frau Käsmann nickt auch, Sie hatten wahrscheinlich gerade dasselbe Gefühl oder das gleiche Gefühl, dass Sie sagen, wir sind da an mancher Stelle zu schnell, wir treffen Entscheidungen auf Basis von Fakten, die nicht mal wirklich verifiziert sind. Und nochmal zugespitzt gefragt, dieser Shutdown, das ganze öffentliche Leben sozusagen wirklich lahmzulegen, ging Ihnen das zu schnell? Ist das etwas, von dem Sie sagen, da müssen wir noch mal drüber sprechen, ob das so richtig war? Ja, ich meine, im Nachhinein kann man ja immer irgendwie sagen, man weiß es besser. Aber als dieser Moment gewesen ist, dass wir in sehr kurzer Zeit eine Maßnahme nach dem anderen ergriffen haben. Ich weiß nicht mehr, wie es losging, aber es waren ja erst größere Veranstaltungen wurden abgesagt. Dann wurde abgesagt, Schulen geschlossen. Mhm. Und dann kam eben die Ausgangsbeschränkung. Und zur Ausgangsbeschränkung habe ich im Vorfeld schon gesagt, wir sollten erst mal abwarten und schauen, was passiert. Das Virus gehorcht keinem Politiker, es gehorcht keinem Menschen, wie jetzt aufzuhören, Menschen zu infizieren. Und vor allem, weil wir ja, was wir heute beschließen, erst in 2 Wochen das Ergebnis sehen. Mhm. Jetzt fangen wir so langsam an, die Ergebnisse vielleicht, wir wissen es nicht, die Ergebnisse zu sehen von den ersten Maßnahmen. Aber man muss dem Virus Zeit lassen, dass wir auch die Ergebnisse langfristig sehen und einordnen können, was funktioniert und was nicht. Genauso falsch würde ich es jetzt finden, alles sofort zurückzudrehen und sagen, es hat alles funktioniert. Jetzt sind wir in dieser Situation. Jetzt müssen wir auch schauen,
wie wir das Virus oder die Infektionsraten steuern können. Was heißt das denn übersetzt? Sie hätten es erstmal sozusagen laufen lassen oder was hätten Sie gemacht? Denn auf der anderen Seite sehen wir ja auch, und in dem Zusammenhang müssen wir auch gleich nochmal über diesen schwedischen Weg sprechen, der ein sehr interessanter Weg ist. Die Länder in Südostasien, die sehr, sehr schnell, versucht haben zu verstehen, wo sind die Infektionen, wo gehen die Leute hin, wo sind die unterwegs, inklusive Temperaturmessung, inklusive Mundschutz und so weiter und so weiter, die haben das eigentlich relativ schnell in den Griff gekriegt. Hätten wir das auch so machen sollen oder was hätten Sie vorgeschlagen? Also ich glaube, ein wirklich guter Weg, was Südkorea gemacht hatte, war, zu testen, ganz viel zu testen. Und wenn Leute, wenn sie einen Cluster gefunden haben, Leute positiv getestet wurden, dann dort direkt einzudämmen. Da wurde aber kein ganzes Land in eine nicht in dem Land die Ausgangssperre verhängt, sondern es wurden die Kontakte nachvollzogen und dann dort getestet und eingedämmt. Das war in meinen Augen eine sehr gute Strategie und auch eine Strategie, die für ein Land wie Deutschland gangbar ist, weil wir die Möglichkeiten haben. Weil wir die Möglichkeit haben, so viel zu testen, meinen Sie? Genau. Ja. Die Gefahr ist bei diesem Virus, wenn es ins Krankenhaus kommt, wenn es ins Altenheim, wenn es ins Pflegeheim kommt. Das sehen wir am Beispiel von Wolfsburg, an Würzburg, wo wirklich mit einem... Italien auch. Oder in Italien. Also das ist das, was ich immer lese und höre, dass die Italiener mittlerweile verstehen, dass vor allem die Kliniken richtige Virenschleudern waren am Anfang, weil nicht klar war, womit man es da zu tun hat. Und das ist eben etwas, womit wir uns mal beschäftigen müssen, dass wir vulnerable Populationen, also einen Teil der Bevölkerung, für die ist es richtig gefährlich, das Virus. Mhm. Und wie wir die besser schützen können und auch Ausbreitung dort vermeiden können. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass das ganze Pflegepersonal, die ganzen Beschäftigten alle 4 Tage, alle 7 Tage getestet werden. Mhm. Das kann man ja über Poolverfahren machen, die schon in der Transfusionsmedizin angewendet werden, um generell Blutkonserven auf HIV oder Hepatitis zu testen. Das sind Verfahren, die Virologen, Transfusionsmediziner jeden Tag sich mit beschäftigen. Und das ist etwas anwendbar, wo wir zum Beispiel praktisch Pflegeeinrichtungen vielleicht dauerhaft bewahren können vor dem Virus. Ne? Und solche Ideen, darüber muss man nachdenken und entwickeln. Da sind aber viele dran beteiligt, also viele Experten und nicht nur Einzelne. Weil Sie sagen, viele Experten und nicht nur Einzelne. Für mich hat diese Krise auch ein Gesicht. Und das ist vor allen Dingen das Gesicht von Herrn Drosten, ja, dem Virologen von der Charité. Halten Sie es in dem Zusammenhang für einen Fehler, dass man nicht es gibt ja noch andere kluge Köpfe, dass man die nicht alle zusammenholt, weil die ja auch alle unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also so eine Expertenrunde macht. In der Art eines Ethikrats, dem Herr Merkel beispielsweise angehört, glaube ich, damals von Kanzler Schröder initiiert. Wäre das ein besserer Weg gewesen möglicherweise? Ja, also Herrn Drosten schätze ich sehr als Sie sind ja sein Nachfolger, ne? Kollege, also ist auch also guter Kollege und ich schätze seine Meinung. Nicht ohne Grund leitet er ja auch das nationale Referenzzentrum für Coronaviren und ist dadurch auch der erste Berater dafür. Das finde ich vollkommen richtig. Nur wir alle Virologen arbeiten ja anders. Das mag sich vielleicht jetzt so langsam auch einschleichen, dass das die Bevölkerung merkt. Aber Herr Drosten zum Beispiel arbeitet sehr viruszentriert. Also er geht vom Virus aus und schaut sich an, was macht das Virus denn so besonders? Mhm. Und wie kam das denn zum Beispiel auch von der Fledermaus in den Menschen? Und wie breitet es sich aus? Meine Arbeit ist eher, dass ich mir anschaue, was macht das Virus mit dem Menschen? Und wie reagiert das Immunsystem darauf? Wie ist die Klinik mit dem Virus? Das sind, was Herr Drosten kann, das kann ich nicht. Also könnte ich nicht so gut, wie er kann. Aber was ich mache, kann Herr Drosten nicht so gut, wie ich kann. Das war ein Satz. Sehr gut. Da ist auch gar keine Konkurrenz oder so, sondern einfach nur, dass man... eigene Spezialgebiete hat. Mhm. Und da finde ich es einfach schade, dass man da eher monothematisch von der Regierung aus rangegangen ist. Da könnte man einen runden Tisch aller Virologen oder einen Austausch mit den chinesischen Erkenntnissen, sowas gibt es nicht? Sowas gibt es leider noch nicht, nein. Also das ist jetzt vom BMBF gestartet worden, dass es ein größeres Netzwerk zwischen den Forschern geben soll, aber bis jetzt gibt es das noch nicht. Kommt das zu spät? Das ist mir direkt gefragt, bevor wir auch gleich mit Frau Käßmann und auch mit Herrn Fratscher darüber sprechen. Ich meine, das, was wir da gerade erleben,
das sagen Sie auch selber, Sie sagen, da spreche ich nicht als Virologe, da rede ich als Bürger dieses Landes. Das hat einen solchen Einfluss auf die Existenz vieler Menschen, dass wir uns natürlich dringend darüber Gedanken machen müssen, wie das eigentlich weitergeht. Weil wenn wir das eine sehr lange Zeit so durchziehen, dann wird das Leben, wird die Welt danach eine andere sein. Ja, also das, da bin ich ein bisschen im Zwiespalt natürlich, weil ich bin Virologe und ich sitze hier als Virologe und nicht als Fachmann für Wirtschaft oder Ethik. Aber natürlich habe ich auch meine persönliche Meinung dazu und ich kann für mich selber das zumindest in meiner Brust ein bisschen abwägen, was ich von einzelnen Maßnahmen halte und was sie bedeuten. Also auch vom Arzt her, weil man sich da ja auch mit Ethikfragen beschäftigt. Und auch wenn ich jetzt als Bürger rede, ist es, glaube ich, auch für jeden anderen, auch wenn man aus der Wirtschaft her redet, ist es wichtig, da auch abzuschätzen, wo sind dann seine eigenen Grenzen. Und da ist ganz klar meine Grenze, wo ich einfach kein Fachwissen geben kann. Aber wir kennen viele Wir hatten schon mit vielen Viren zu tun und ich weiß einfach, was so eine Ausgangssperre oder eine Ausgangsbeschränkung mit den Menschen macht. Ich habe selber Freunde, die sich fragen, ob sie danach noch einen Job haben. Oder Freunde, die sich wundern, ob sie irgendwie ihre Miete langfristig bezahlen können. Wo ich das im Verhältnis zu anderen Viren und anderen Epidemien, die wir gehabt haben, schon ganz schön drastisch finde als Einschränkung. Ich kann das nicht abschätzen, aber ich hätte mir gewünscht, dass, wenn so eine Maßnahme wirklich ergriffen wird, dass man da nicht heftig sofort reagiert, sondern gemeinsam erstmal überlegt hat, wo will man denn eigentlich hin? Unsere Grenze ist ja die Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser. Es ist nicht die Anzahl der Infizierten. Und wir haben aber nie gehört, was unsere Richtschnur ist. Was ist unser Ziel? Sind 1000 Infektionen pro Tag zu viel? Sind 100 zu viel? Ist eine zu viel? Ganz eindämmen können wir es ja nicht. Und anstelle, dass wir jetzt immer zählen, wie viele Neuinfektionen wir haben, müssen wir auf die Intensivmediziner hören und sagen, hier ist unsere Grenze. Natürlich haben wir eine zeitliche Verschiebung, aber die können es am Ende am besten einschätzen, welche Maßnahmen eigentlich die richtigen sind und welche nicht. Das heißt, man sollte über eine Exit-Strategie doch langsam nachdenken, heißt das. Ich persönlich, wieder als Bürger gesprochen, halte es für extrem wichtig. Ich auch. Wie könnte die aussehen? Das ist ja die große Frage. Wie kommen wir da wieder raus aus dieser Situation? Und darum haben wir eben diese Studie initiiert, um Fakten zu schaffen, um zu sagen, wir haben jetzt eine so und so viel prozentige Dunkelziffer, so viele waren infiziert und das ist eigentlich die Sterblichkeitsrate. Wir können uns anschauen, was sind eigentlich die Infektionswege, wo es wirklich was bringt, die zu durchbrechen, also oder zu vermeiden. Und das sind eigentlich Bereiche, wo es keinen Sinn macht oder wo man die Maßnahmen lockern kann. Zum Beispiel, wir haben noch nie von Infektionen in Friseursalons gehört. Jetzt sind Friseursalons geschlossen. Interessant. Mal weiter. Können Sie? Machen Sie es mal bitte konkret, das interessiert mich sehr. Auch bei Läden zum Beispiel. Ich verstehe nicht, wie wir in der Lage sind, im Supermarkt das Risiko wirklich zu minimieren, weil die Leute ja auch mitdenken und auch Abstand halten und so weiter. Warum das zum Beispiel in einem Bekleidungsgeschäft nicht gehen soll, das hat sich mir noch nie erschlossen. Ihnen? Ja, also ich hatte mich eben in der Maske eben gefragt, man hat sich nicht mehr unterhalten, der eine mit Mundschutz. Wir wissen einfach nicht, dass darüber je Infektionen stattgefunden hat haben. Und ich finde es einfach wichtig als Wissenschaftler und Virologe, dass man sich am Ende darauf besinnt, was wissen wir und was wissen wir nicht. Wir wissen relativ gut, dass es keine Schmierinfektion ist. Also anfassen, die Türklinke, der Computer, die und so weiter. Ja? Ist nicht das der Telefon. Infektionsweg. Wir wissen aber, dass eng beieinander tanzen und feiern, ausgelassen feiern, dass es dort viele Infektionen gegeben hat. Jetzt geht es eigentlich darum, die Nuancen dazwischen zu finden. Wann kann eine Infektion stattfinden und wann findet keine Infektion statt? Und das muss am Ende eine Richtschnur sein, wie wir
ja auch bestimmte Maßnahmen wieder zurückfahren können. Interessant. Ich, bevor wir gleich noch mal die Runde aufmachen, ich hänge gerade noch diesem Satz nach, den Sie vorhin gesagt haben, man muss dem Virus auch ein bisschen Zeit geben. Ist das das, was Schweden gerade macht? Die gehen einen anderen Weg und appellieren sehr an Eigenverantwortung und sagen, was machen die Schweden da gerade? Also ich finde, die Schweden ist gewagt, was sie derzeit in dem politischen Umfeld machen, weil jede andere Regierung geht einen sehr viel drastischeren Weg. Sie machen das aber in meinen Augen gar nicht so verkehrt, weil wir wissen, wie das Virus übertragen wird. Das ist Nähe und Zeit mit einer infizierten Person. Also wenn man nah beieinander sitzt, mhm, und nah sich unterhält und sich beim Reden zum Beispiel leicht anspuckt, dann findet eine Infektion statt. Und die Schweden appellieren eben daran, Abstand zu halten, keine großen Gruppen zu haben, aber das normale Leben, der anormale Alltag geht weiter. Und appellieren an die Händehygiene und dass sie aufeinander Acht geben. Wenn jemand sich krank fühlt, dann bleibt er zu Hause. Und ich weiß auch nicht, was passieren wird. Wie entwickeln sich da die Zahlen? Haben Sie das im Blick? Das habe ich nicht im Blick. Das sind ja auch erst kürzliche Entscheidungen. Da kann ich auch nicht seriös sagen, da wird es jetzt hochgehen oder runtergehen. Das sind Vorhersagen, die kein Virologe treffen kann. Aber von den Überlegungen fand ich es jetzt zumindest nicht abwegig, dass die Schweden diesen Weg gegangen sind. Mhm. Herr Fatscher, wenn Sie das hören, wie wichtig ist es in dem Zusammenhang, sich offensichtlich besser abzustimmen, genauer zuzuhören, auch noch präziser zu überlegen? Das Beispiel vom Friseursalon geht mir gerade gar nicht aus dem Kopf. Was bedeutet der was für unendlich viele Menschen, die in diesem Bereich, in diesem Land arbeiten, die können gerade nicht ihrer Arbeit nachgehen? Es ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Natürlich vor allem für die Kleinen- und Kleinstunternehmer, die Solo-Selbstständigen, Friseursalon, die... Wir reden hier nicht um 30 oder 50%, sondern im Prinzip 100%, deren Geschäft wegbricht. Viele können das für 4, für 6, für 8 Wochen verkraften, aber dann nicht mehr. Also hier stehen Existenzen auf dem Spiel, wirtschaftliche Existenzen. Und diese Abwägung, wo Mediziner und natürlich Ökonomen mal da sind, das ist immer das Gefühl, was wollen wir mehr, was ist wichtiger, Gesundheit oder Wirtschaft. Und damit fühle ich mich als Ökonom natürlich auch sehr unwohl. Weil Frau Käßmann, Sie haben eben das Thema Vertrauen angesprochen. Mhm. Auch eine Wirtschaft kann eigentlich nur funktionieren, wenn Vertrauen da ist. Wenn Sie als Kunde in ein Geschäft gehen und sagen, dem traue ich, dass der mir etwas verkauft, was wert ist, dass die Leistung ordentlich ist, ein anderer, dass der mir mein Gehalt zahlt oder mich bezahlt oder dass ich Transaktionen tätigen kann und Vertrauen da habe. Und die Schwierigkeit, die ich hier finde, ist, dass wie würden wir als Bürgerinnen und Bürger oder wie würde die Wirtschaft darauf reagieren, wenn der Staat, die Politik sagt, Menschenleben zu schützen, das ist eine Sache, aber wir wollen lieber 5.000 oder 10.000 Menschenleben lieber opfern, so nenne ich es mal, aber dafür der Wirtschaft nicht so großen Schaden zufügen. Mhm. Und diesen Trade-off. Ich glaube, die Politik könnte nie sagen, die Wirtschaft ist wichtiger, weil das letztlich das um Vertrauen geht. Und wir würden, glaube ich, von unserer Politik, von Entscheidungsträgern erwarten, dass sie alles tun, menschliches Leben zu schützen. Und mein Punkt ist, ich will nicht immer diese Gesundheit gegen Wirtschaft als Gegensätze darstellen. Sondern das bauen wir gerade so auf. Das bauen wir so auf. Und das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und auch aus dem Sinne heraus, dass wir haben in Deutschland, glaube ich, ein sehr gutes Gesundheitssystem im internationalen Vergleich. Wie kann ein solches Gesundheitssystem überhaupt funktionieren und entstehen? Das hat natürlich eine starke Wirtschaft dahinter, ein großer Wohlstand. Und auch wenn das Gesundheitssystem, um am Laufen zu halten, da sind ja nicht nur Ärztinnen und Ärzte, die Menschen versorgen, sondern sie sind Pfleger da, die brauchen Schutzkleidung, die brauchen Medikamente, die brauchen Energie, um das Krankenhaus betreiben zu können, die brauchen Pflegerinnen, Pfleger, Reinigungskräfte. Und wenn sie das so fortführen, dann realisieren sie, um ein gutes Gesundheitssystem zu haben, brauchen sie auch eine funktionierende Wirtschaft. Und das, was wir im Augenblick haben, diesen Shutdown, das kann man 6, 8 Wochen machen. Dann wird es aber systemkritisch.
dass dann eine Wirtschaft nicht mehr funktioniert und dass wir dann auch irgendwann so zu Engpässen kommen bei Versorgung, bei Nahrungsmitteln, bei Medikamenten, bei Schutzkleidung ist es ja anscheinend schon zum Teil der Fall. Deshalb würde ich die schon gerne als zwei Seiten der gleichen Medaille sehen und sagen, es muss gelingen, Menschenleben zu schützen und gleichzeitig auch einen Weg zu finden, dass man wieder die Wirtschaft hochfahren kann, dass die Wirtschaft sich erholen kann, dass auch, was auch wichtig ist, menschliche Existenzen, Menschen, die ihren Job fürchten. Das ist ja immer der Punkt. Also, dass geschützt werden kann. Wenn man so diesen abstrakten Begriff hört, Frau Käßmann, Wirtschaft. Ich meine, Wirtschaft machen Menschen. Wirtschaft besteht aus Menschen. Haben Sie das auch, diesen Konflikt, um den es da geht, die Diskussionen darum? Ich nehme das sehr, sehr intensiv wahr und bin da auch immer wirklich hin und her gerissen und bin für mich zum Ergebnis gekommen, man kann nicht immer das eine gegen das andere ausspielen. Und man sollte auch denen, die sagen, wir müssen schon auch zusehen, dass wir das Existenzielle wieder auf die Beine kriegen. Denn sollte man nicht immer unterstellen, dass ihnen auf der anderen Seite sozusagen Menschenleben egal wären, weil so ist es nicht. Das denke ich auch. Es geht ja um eine Frage von Besonnenheit. Also wie können wir das so abwägen, dass diejenigen, die die Entscheidungen dann treffen müssen, diese Entscheidungen auch voll verantwortlich treffen können, besten Wissens und Gewissens. Wir wissen immer, hinterher natürlich, haben Sie auch schon gesagt, wahrscheinlich wieder alles besser. Aber ich mache mir auch große Sorgen um die sozialen Folgen. Also eine Existenzkrise hat ja auch soziale Folgen. Aber schon jetzt wissen wir auch von Familien, die auf ganz kleinem Raum eingesperrt sind, nicht rauskommen. Da kommt es auch zu häuslicher Gewalt. Da gibt es Angststörungen. Da gibt es dann auch die Frage, ist mein ganzes Leben noch lebenswert, wenn mein Unternehmen beispielsweise in die Krise gerät, ich meinen Arbeitsplatz verliere, ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann, meine ganze Lebensplanung zutiefst erschüttert ist. Und darum mache ich mir auch Sorgen um die Menschen im Land, die davor, vor ökonomischer Not, eben große Angst haben. Ich denke, wann immer über so eine Strategie gesprochen wird, werden diese Faktoren abgewogen werden müssen, sodass die Politik dann eine verantwortliche Entscheidung trifft. Aber was das für die Familien jetzt bedeutet mit kleinen Kindern, das ist natürlich enorm, als Belastung, als psychische Belastung auch. Ja, ich habe gerade im Hintergrund gesehen, Professor Reinhard Bergt ist uns zugeschaltet, Mitglied des Ethikrates, emeritierter Professor, muss man genau sagen, für Strafrecht, der, glaube ich, noch bis April Mitglied dieses Ethikrats ist, der sich Notizen gemacht hat im Hintergrund und der einen interessanten Satz gesagt hat. Die Verantwortlichen sind verpflichtet, die medizinischen Maßnahmen umfassend mit deren Konsequenzen, und jetzt kommt das Entscheidende, also auch mit den ökonomischen abzuwägen. Was heißt das? Ja, das heißt vor allem, dass ich zunächst mal den Dingen, die eben gesagt worden sind, zustimme. Die grobe Gegenüberstellung von Ökonomie und Lebens- und Gesundheitsschutz ist immer schon verkehrt gewesen. Frau Käßmann hat das eben angedeutet. Der sozusagen Absturz der ökonomischen Grundlagen der eigenen Existenz gefährdet in vielerlei Hinsicht natürlich die Gesundheit. Wir werden ex post, also nachträglich, feststellen, dass die Suizidrate erheblich gestiegen ist. Also auch dieser Shutdown, den wir im Moment erleben, kostet Menschenleben. Dazwischen ist sozusagen eine gewisse zeitliche Distanz. Allerdings auch schon im Moment haben wir Gewalt, Ausbrüche innerhalb der Familien, vor allem gegen die Kinder. Der Staat hat insofern eine Schutzpflicht. Das alles muss mit in den Blick genommen werden bei der Abwägung. Wir müssen uns nur klar darüber sein, da gibt es ja auch keinen Zweifel, dass diese Abwägungen unter verschiedenen Aspekten, unter einem hohen Grad von Unsicherheit stattfinden und stattfinden müssen. Das heißt also, es geht nicht nur darum, Fakten zu suchen, und nur auf verifizierten Fakten Entscheidungen dann aufzubauen. Mhm. Es geht darum, ein sozusagen unerlaubtes Risiko zu vermeiden. Wir entscheiden unter Unsicherheit, die Politik entscheidet unter Unsicherheit. Das produziert eine Reihe von Risiken. Und diese Risiken können irgendwann mal unerlaubt werden für die Politik. Und warum ich das sage, das ist natürlich, zeigt sich und sehen wir, im Blick nach England. Da hat man zunächst eine andere Strategie gefahren und dann kapiert, dass das so nicht geht. Das hat erhebliche Schäden verursacht, die jetzt schon manifest werden.
auch Menschenleben gekostet. Wir sind im Moment nicht sicher, ob die schwedische Strategie die richtige ist. Ich skizziere ein bisschen grob und ohne irgendeine Anleitung für Lösungen. Zunächst mal die Komplexität, die Dichte und die Schwierigkeit der Probleme. Aber auch das müssen wir in den Blick nehmen, dass die Politik irgendwann mal sagen darf und muss, das als Risiko in Kauf zu nehmen, ist nicht erlaubt. Und dann muss man es vermeiden. Ob die Friseure eigentlich wirklich alle zumachen müssen, das muss im Moment geklärt werden. Klar, und wir werden und wir sehen daran auch, dass wir regional unterschiedliche Lösungen entwickeln müssen. Nicht nur geografisch regional, sondern auch ökonomisch und beruflich regional. Möglicherweise können die Friseure demnächst wieder aufmachen. Das alles muss permanent geprüft, erwogen und natürlich auch in der Kommunikation mit den Erfahrungen, die im Ausland gemacht werden, evaluiert werden und dann in Entscheidungen umgesetzt. Wenn Sie, Sie beraten ja jemanden wie Jens Spahn beispielsweise, wenn Sie mit denen zusammensitzen, die genau über diese schwierigen Fragen zu diskutieren haben, wie konfliktbeladen ist eine solche Diskussion? Worüber tauschen Sie sich da gerade aus? Ich meine, das ist eine Situation, die historisch letzten Endes beispiellos ist, die einmalig ist. Und wir stehen plötzlich vor Fragen, vor denen wir nie dachten, dass wir sie uns so stellen würden. Und wir haben hier schon einige Mal in der Sendung auch darüber gesprochen, diese Mittelschicht, diese gute deutsche Mittelschicht, die dieses Land ja im Wesentlichen trägt und die immer das getan hat in dem sicheren Gefühl, egal was kommt, irgendwie stemmen wir das. Irgendwie bringen wir das weiter. Die erleben doch plötzlich, dass sie fast über Nacht mit dem Rücken zur Wand stehen. Was sagen wir dem? Ja, das muss natürlich in einer permanenten Kommunikation immer wieder begründet werden. Auch die Notwendigkeit, das aufrechtzuerhalten, diese Maßnahmen, muss immer wieder begründet werden. Sie haben am Anfang mich gefragt, wie eigentlich solche Diskussionen ablaufen, unter den sozusagen zuständigen Ethikern meinetwegen und Juristen, wenn wir versuchen, Empfehlungen zu finden und zu formulieren, die der Politik eine gewisse Orientierung geben können. Wir haben ja im Deutschen Ethikrat, das ist in der Öffentlichkeit seit ein paar Tagen, solche Empfehlungen formuliert, auf Bitten des Bundesgesundheitsministers. Das war ein kleiner Kreis des Ethikrats, eine sehr kleine Gruppe, die das formuliert hat. Ich kann Ihnen sagen, das war in einem hohen Maße auch emotional unterströmt. Viel stärker als sämtliche ethischen Debatten, die wir davor geführt haben. Etwa die meine medizinische Kollegin im Ethikrat, auch Bioethikerin, nicht nur Medizinerin, war manchmal hart an der hellen Empörung über das, was die Juristen und die anderen Normwissenschaftler, die zuständig sind für moralische Grundprinzipien, aber eben auch für Grundprinzipien des Rechts, was die formuliert haben. Wir haben einen Weg gefunden, eine Art Konsens, aber diese Dinge führen irgendwann einmal an die Grenze des überhaupt rational Entscheidbaren. Wir stehen vor einer Reihe möglicherweise im genuinen Sinn tragischer Konflikte, für die es keine moralisch schuldlose Lösung gibt. Beispiel, können Sie das einmal skizzieren, was die Kernkonflikte im Moment sind, mit der Bitte um eine etwas nicht so ganz ausführliche Antwort? Ja, naja, was ich jetzt im Blick hatte, waren die Dinge, die Sie ganz am Anfang benannt haben, Herr Lanz, die sogenannten Triage-Entscheidungen, die möglicherweise auch auf unsere Intensivmedizin zukommen. Da kann man verschiedene Grundtypen unterscheiden, die unterschiedlichen gesetzlichen und moralischen Maßgaben folgen. Aber darunter, unter diesen Grundtypen, gibt es jedenfalls einen, vor dem man sich fürchten muss und der an die Grenzen solcher tragischen Entscheidungen führt, von denen nicht nur die entscheidenden Mediziner seelisch und emotional hoffnungslos überfordert werden, sondern möglicherweise auch die Bevölkerung, wenn man die Grundlagen dieser Entscheidungen in der Öffentlichkeit erörtert. Der Begriff Triage, das ist einer, den wir in diesen Tagen häufig hören, den wir aber so in der Breite erst lernen mussten, bedeutet in dem Fall konkret, dass Intensivmediziner vor der Entscheidung stehen, ganz platt gesagt, wer kriegt das Beatmungsgerät und wer kriegt es nicht. Sie haben Handlungsanleitungen sozusagen abzugeben bzw. Empfehlungen auszusprechen.
Was sind die drei Szenarien, die Sie entwickelt haben und auf deren Grundlage jetzt die Leute, die es dann vor Ort entscheiden müssen, handeln müssen? Das erste Szenario, das haben wir auch formuliert in den Empfehlungen, ist, dass in dem eine Ressource, die Beatmungsgeräte, in geringerer Zahl nur vorhanden ist als die Patienten, die dieser Ressource akut und zur Lebensrettung bedürfen. Also im Modellfall, Sie haben 5 intensiv kranke und intensivpflichtige Patienten, die Sie beatmen müssen, und haben nur ein Beatmungsgerät. Da muss ausgewählt werden. Das ist der erste Typus. Der zweite ist der schwierigere. Da sind sämtliche Beatmungsgeräte besetzt von Menschen, die sie dringend zur Lebenserhaltung brauchen. Und jetzt kommt ein weiterer Patient dazu, der ein solches Gerät ebenfalls braucht. Und die Intensivmediziner sagen sich, einer derer, die an diesen Geräten hängen, ist 80 oder 83 Jahre alt. Die eben hereingekommene Patientin, die das dringend braucht, ist 30 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern. Sollen wir nicht den 83-Jährigen abhängen, um die Mutter von 3 Kindern zu retten? Und das ist eine verzweifelt schwierige Entscheidung. Und da öffnet sich möglicherweise auch eine Schere zwischen der Ethik und dem Recht. Eine solche Entscheidung, einem Patienten, der schon lebensrettend behandelt wird, abzuhängen, damit ein anderer Patient gerettet werden kann, eine solche Entscheidung ist nach rechtlichen Prinzipien eigentlich nicht erlaubt. Und der dritte Fall, was ist der dritte Fall? Der dritte Fall ist der wahrscheinlich auf uns zukommt. Jedenfalls der in Italien, in Frankreich, in Spanien Realität ist. Dass die Intensivmediziner sich sagen, bevor ich in eine solche Situation komme, gegebenenfalls jemanden abhängen zu müssen, mit tödlicher Folge, vermeide ich, dass so jemand das allerletzte Beatmungsgerät, das wir haben, überhaupt bekommt. Dann kommt also der 83-Jährige, den ich erwähnt habe, in die Intensivbehandlung, muss dringend beatmet werden. Man hat noch ein Gerät. Und sagt sich, wann der nächste 30-Jährige kommt, können wir uns an den 5 Fingern abzählen. In wenigen Stunden vielleicht, spätestens morgen. Wir hängen den 80-Jährigen gar nicht mehr an. Auch das ist nach allgemeinen juristischen Prinzipien eigentlich nicht erlaubt. Aber Ethiker diskutieren solche Lösungen, versuchen Kriterien zu formulieren und stoßen irgendwann mal an die harte Grenze dessen, was rechtlich verboten bleibt. Exakt. Schwierige Entscheidung, Frau Käßmann. Was sagt die Theologin dazu? Ich meine, solche Entscheidungen haben Ärzte, Ärztinnen im Moment zu treffen. Und es ist völlig egal, wie wir philosophisch, moralisch argumentieren. Aber am Ende musst du diese Entscheidung treffen. Und da zerbrechen auch Menschen daran. Es gibt ja Berichte auch von Ärzten aus Italien, die sagen, ich kann das nicht mehr. Das macht was mit denen und auch mit deren Leben. Ist es legitim, ist es moralisch, ist es ethisch zu rechtfertigen, die 30-jährige Mutter ans Beatmungsgerät anzuhängen und dem 80-Jährigen zu sagen, bei dir machen wir es nicht mehr, wie es beispielsweise in Straßburg im Moment auch schon passiert? Ich muss sagen, das sind solche ethischen Grundsatzfragen, dass es darauf keine ganz leichte Antwort gibt. Mich hat gestern eine Ärztin aus Berlin nach ihrer Nachtschicht angerufen oder gebeten um Anruf. Ich habe sie dann zurückgerufen. Die sagte, dass diese Szenarien bei so vielen alten Leuten im Moment, oder älteren Menschen Panik auslösen, wahnsinnige Angst auslösen, dass sie aussortiert werden und dass für sie kein Beatmungsgerät da sein wird. Deshalb denke ich, wir müssen sehr, sehr vorsichtig und sensibel über solche Fragen reden. Ich finde richtig, natürlich die Ethiker, der Ethikrat muss darüber diskutieren, aber wie wir das vermitteln. Und sie sagte, können wir nicht erst mal sagen, im Moment gibt es genügend Beatmungsgeräte, alle Menschen werden versorgt. Sie als Ärztin sagt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen werden kämpfen um den letzten Menschen. Und für Sie sind alle Menschen gleich wert. Ja. Also es ist für mich auch so als Theologin, jeder Mensch hat dieselbe Würde. Und dann kann es solche extremen Konfliktsituationen geben, in denen ich dann das Vertrauen haben werde, dass der Arzt, die Ärztin ethisch so gebildet sind, dass sie diese Entscheidung verantwortlich vor sich, vor Gott und den Menschen treffen. Du kannst es ihnen in dem Moment nicht abnehmen, indem du sagst, es gibt hier eine allgemeine Regel, sondern ich denke schon, dass Ärzte in ihrer Ausbildung damit umgehen müssen und mit dem Tod, wie Pfarrerinnen und Pfarrer auch,
umgehen müssen und sich diese Frage dann akut stellen, wenn sie vorher darüber diskutiert haben, ist es gut. Aber jetzt alle alten Menschen in Panik geraten zu lassen, sie werden hier in diesem Land nicht mehr beatmet werden, ich glaube, da ist auch eine ganz große Frage, wie wir das jetzt tatsächlich vermeiden können. Herr Merkel stimmt zu, das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite frage ich mich gerade so, wie ehrlich muss man sein? Ja, aber gucken Sie mal, in Bergamo war doch dieser katholische Priester, der auch, diese Geschichte ging ja auch weit durch die Medien, der dann von sich aus gesagt hat, ich bin 72 Jahre alt, ich bin Priester, ich habe keine Kinder, keine Frau zu versorgen, ich gebe mein Beatmungsgerät frei. Genau. Das ist ein hohes Ethos eines solchen Mannes, aber das zeigt auch, es gibt auch solche Menschen mit einer inneren Haltung, die sagen, ich habe mein Leben gelebt und hier ist der junge Mann, der Vater ist, Verantwortung trägt und dann trete ich einen Schritt zurück. Klar. Genauso wie wir ja überlegen müssen, ob irgendwann die Kinder wieder in die Kindertagesstätten gehen und dann vielleicht gesagt wird, alle über 60 müssen zu Hause bleiben. Ich denke, das würden die Älteren unter uns dann auch eher ertragen als diese Kinder, die eingesperrt sind. Also solche ethischen Entscheidungen solche werden Punkte getroffen kommen werden wir auch. Ja, genau. Ich möchte sagen, ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, in dem es Menschen gibt, Ökonomen, Ethiker, Politiker, bei denen ich ein Vertrauen habe, dass die ein Ethos haben. Dass jemand einen Fehler macht, schuldig wird, wir haben eben darüber gesprochen. Genau. Das kann ich als Theologin sagen, es gibt viele Punkte im Leben, da kannst du schuldig werden, sagen wir mal, weil du sagst, ich will als Soldat kämpfen und mein Land verteidigen. Und du kannst schuldig werden, wenn du sagst, ich bin dagegen, Waffen zu benutzen. Also es gibt im Leben, das muss man sagen, nicht immer den einen Pfad, wo du sagst, hier komme ich schuldfrei raus. Schuld ist im Leben Thema. Trotzdem finde ich, ist es, glaube ich, sehr tröstlich zu wissen, dass es dann Menschen wie Herrn Merkel auch gibt, die dann in so einem Ethikrat zusammensitzen und dann schon Szenarien entwickeln und sagen, pass auf, wenn ihr da einfach so reingeht, dann kann euch Szenario 1, 2, 3 und 4 möglicherweise bevorstehen und dann müsst ihr im Zweifel Antworten darauf geben. Also ich denke, es ist auf jeden Fall besser, wenn wir uns vorbereiten auf bestimmte Szenarien, dann können wir beten und hoffen, dass sie nicht eintreten. Ich bin aber eben auch dafür, die Panik zu dämpfen und auch Zuversicht zu verbreiten, dass alles getan wird, dass die Vorbereitungen laufen, dass wir ja doch den Eindruck haben, die Forschung kommt schneller hinterher und in Gang. Also ich denke, viele Menschen in unserem Land brauchen jetzt auch wirklich Zuversicht. Herr Merkel wollte gerade, so habe ich... Ja, ich wollte eigentlich sagen... Wir haben eine Szene in dieser Ethikratsberatung erlebt, die mir ganz typisch vorkommt, die ein Streiflicht auf das ganze Problem wirft. Unsere Ärztin hat in verzweifeltem Ton zu mir gesagt, willst du alle Ärzte in den Intensivstationen in Panik versetzen, wenn du sagst, das ist rechtlich eigentlich nicht erlaubt? Die fürchten sich dann vor dem Staatsanwalt gegebenenfalls. Klar, klar. Meine Antwort war vollkommen richtig. Wir dürfen die Ärzte auf keinen Fall in Panik versetzen. Aber Rückfrage an dich, wollen wir alle alten Menschen in diesem Land in Panik versetzen, indem wir ihnen sagen, in einer solchen Situation gibt es keine lebenserhaltende Behandlung mehr für euch. Nicht, weil wir die nicht haben, wir haben die eigentlich, sondern weil sie anderen vorrangig zukommt. Auch das dürfen wir nicht. Andererseits muss eine Institution wie der Ethikrat die Dinge so transparent machen wie möglich. Frau Kressmann, habe ich eben so verstanden, dass Sie das auch befürworten. Ja. Also, Herr Merkel, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Das war zumindest über die Distanz ein ganz kurzer, aber sehr intensiver Einblick in diese Arbeit, die Sie da noch bis Ende April zu machen haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich würde mich sehr freuen, Sie irgendwann mal dann auch leibhaftig hier in diesem Studio zu sehen. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke ganz herzlich. Herr Fratscher, wir haben eben auch schon kurz gesprochen, Wirtschaft, da geht es ja auch um diese Abwägung, diese Frage. Und ich würde gerne mit Ihnen einen Blick in die Zukunft noch mal werfen. Wir verströmen ja ähnlich wie auf der medizinischen Seite, wo wir manchmal so den Eindruck erwecken, einfach genügend Beatmungsgeräte und dann kriegen wir das schon in den Griff. Das ist nicht so. Das habe ich mittlerweile selbst ich verstanden. Eine Beatmung ist eine hochkomplexe medizinische Angelegenheit. Und ein Mensch, der sehr lange beatmet wird, ist nachher nicht mehr der, der er möglicherweise vorher war. Also alles das hat auch ganz viele Vor- und Nachteile. Wirtschaft ähnlich. Wir verströmen im Moment häufig so das Gefühl, okay, jetzt machen wir diese 3, 4, 5 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen Shutdown, Lockdown, nennen wir es, wie wir es wollen. Aber irgendwann legen wir den Hebel wieder um und dann fahren wir das Ding wieder hoch und die Welt wird wieder sein wie zuvor. Was glauben Sie? Dass es mit Sicherheit nicht so sein wird. Sie können eine Wirtschaft nicht mit dem Hebel umlegen und wieder hochfahren.
Und der kritische Faktor ist Zeit. Je länger dieser Shutdown andauert, desto größer und permanenter ist der Schaden. Mhm. Desto mehr Unternehmen werden in Insolvenz getrieben. Und wenn ein Unternehmen nicht mehr existiert, dann eine Wirtschaft wieder hochfährt, dann gibt es dieses Unternehmen nicht mehr. Wenn Menschen, oder der Markt ist auch gar nicht mehr da zum Beispiel. Ja, das ist ein Teufelskreis, weil wenn natürlich Menschen auch ihren Job verlieren, dann kann die Wirtschaft wieder hochfahren, aber dann haben die Menschen ja auch gar nicht das Einkommen, um auszugehen, zum Friseur zu gehen, zu reisen, also eine Nachfrage zu generieren. Ja. Und dann ist die Gefahr, dass aus dieser realwirtschaftlichen Krise auch eine Finanzkrise wird. Auch da ist die Sorge groß, wenn Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können, könnte auch das Finanzsystem in Schieflage kommen. Dann kommen sie in so einen Teufelskreis, aus dem es sehr, sehr schwierig ist, dann nachher wieder rauszukommen. Also das Erste, glaube ich, ist wichtig zu realisieren. Viele Unternehmen können das 2-3 Monate verkraften. Aber dann geht die Anzahl der Insolvenzen massiv hoch. Dann wird auch die Arbeitslosigkeit stark steigen. Und dann können diese Lockerungsmaßnahmen wieder, oder die Maßnahmen zur Lockerung wieder kommen, nur dann fährt die Wirtschaft nicht wieder so hoch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu berücksichtigen. Deshalb ist es auch wichtig, nicht nur über diese erste Phase, jetzt über die Krisenphase zu reden, sondern auch zu überlegen, wie kann man einen Ausstieg gestalten? Wie kann man da wieder rauskommen? Und hier halte ich es für extrem wichtig, das so frühzeitig wie möglich vorzubereiten und auch zu kommunizieren. Denn wenn Sie Unternehmer sind und Sie haben ein kleines Geschäft oder ein kleines Unternehmen und man sagt Ihnen, ab morgen lockert man die Maßnahmen, dann können Sie auch nicht sofort produzieren. Sie müssen erst mal überlegen, Ihre Angestellten, sind die gesund, sind die Risikogruppe, können die arbeiten, kriegen sie Finanzierung, kriegen sie die Vorleistung, die sie brauchen. Also sowas braucht Zeit. Deshalb ist es wichtig, jetzt über eine Ausstiegsstrategie nachzudenken. Also nicht den Zeitpunkt, das verstehe ich von Ihnen, dass es einfach gar nicht möglich ist, dass wir nicht sagen können, wann können wir das wirklich machen. Aber wirklich ein Szenario, was ist notwendig, damit dann die möglichst schnell diese wirtschaftliche Erholung kommt. Und da ist natürlich auch wieder die Politik in der Pflicht, zu sagen, sie muss letztlich helfen, auch konkret den Menschen Geld zu geben, den Konsumenten genauso wie den Unternehmen. Im Augenblick denken wir sehr darüber nach, wie kann man den Unternehmen helfen, aber man muss auch darüber nachdenken, was ist mit den Menschen, die halt auf Kurzarbeit sind, die mit 60% oder 67% ihres Einkommens auskommen müssen. Viele können das nicht so gut. So, die haben gerade ihr Häuschen gebaut, gekauft, die haben ihre Wohnungen, die sie abbezahlen müssen und. Genau. Ja, und also da ist ein ganzer Rattenschwanz an Problemen dran. Und auch noch mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive, was mich in der Diskussion heute so stört, ist, dass wir so tun, als würden wir auf einer Insel der Glückseligen oder auf einer Insel in Deutschland leben, in Isolation. Und wir realisieren nicht, dass wir Teil einer europäischen Wirtschaft sind. Und wenn Italien ein großes Problem oder noch ein größeres Problem hat als Deutschland, dann haben wir in Deutschland auch ein Problem. Fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte. Über die Hälfte der deutschen Exporte gehen nach Europa. Wenn also Italien komplett zusammenbricht, wirtschaftlich und vom Gesundheitssystem, aber auch wirtschaftlich, dann haben wir in Deutschland viele Unternehmen, die sagen, ich kann keine Vorleistung mehr bekommen, ich kann gar nicht mehr produzieren, ich kann meine Dinge vielleicht auch gar nicht mehr verkaufen. Und das ist, was wir auch auf dem Schirm haben müssen. Wir können nicht nur national denken. Und wir reden nicht nur um Solidarität mit den am stärksten betroffenen Ländern wie Italien, sondern auch aus wirtschaftlichem Eigeninteresse muss es in unserem Interesse sein, dass alle Länder da einigermaßen durchkommen. Und hier fehlt eine europäische Antwort. Ja, es gibt Länder, 9 Länder der Eurozone haben gesagt, wir brauchen gemeinsame Anleihen, gemeinsame Euro-Bonds oder Corona-Bonds, um den schwächsten Ländern zu helfen. Und viele Länder, darunter leider auch Deutschland, sagen, das wollen wir nicht oder noch nicht. Und das sehe ich sehr gefährlich. Also ich glaube, wir brauchen hier eine europäische Antwort. Wir müssen weg mit diesen ganz engen nationalen Grenzen. Das ist sozusagen das große Systemische. Aber für den Einzelnen jetzt, wenn Sie es mal versuchen würden festzumachen, was ist am Beispiel Autowirtschaft? Also an nichts hängt so viel, nicht nur an Jobs, sondern auch an Innovationskraft, die dieses Land ja hat, noch hat, als an dieser deutschen Autoindustrie. Was wird diese deutsche Autoindustrie sein nach dem Ende dieser Krise? Die deutsche Automobilwirtschaft war natürlich schon vor der Krise in einer sehr schwierigen Lage. Ja. Ja, die Nachfrage ist weggebrochen weltweit. Die Transformation hin zu Erneuerbaren oder zu Elektromobilität oder alternativen Antrieben ist ja schon im vollen Gange. Jetzt kommt noch mal diese Krise obendrauf.
Das trifft die deutsche Wirtschaft natürlich sehr hart, gerade die Automobilbranche. Die leiden sehr, denn wenn Sie als Konsument überlegen, was kaufe ich im Augenblick nicht, ist es wahrscheinlich ein Auto. Und wir sehen in China, 90% ist die Autonachfrage in den ersten beiden Monaten diesen Jahres eingebrochen. Um 90%. 90%. 90. Dazu muss man mal wissen, dass jedes dritte Auto, das in Deutschland produziert wird, glaube ich, wird in China verkauft. Das trifft uns ins Mark. Ungefähr ein Viertel bis ein Drittel. Ist das hier auch zu erwarten in dieser Dimension? 90% Umsatzrückgang? Kurzfristig sicherlich ja. Die Hoffnung ist es, dass es dann Nachholeffekte gibt. Also wenn Sie jetzt kein Auto kaufen, vielleicht dann im halben Jahr, wenn Sie es sich leisten können, sagen, dann ziehe ich das nach. Also es gibt sicherlich einen Erholungseffekt, einen Nachholeffekt. Ja, das ist die Frage. Also Psychologie spielt da ja auch eine große Rolle, oder nicht? Wenn man das, also ja. Ich frage mich immer, was macht das mit Menschen ganz grundsätzlich? Wenn du jetzt einmal, gerade so unsere Generation, die glücklicherweise von Kriegen und ähnlichen Dingen, Verwerfungen dieser Art verschont geblieben ist, also die nie sozusagen diese Stunde null hatten, sondern immer das Gefühl, wenn es eine Richtung gibt, dann ist es tendenziell eher so nach oben, Gestaltungsmöglichkeit läuft. Und jetzt stehst du plötzlich da und merkst, ah, warte mal, da gibt es ein Szenario, das hatte ich ja so gar nicht auf der Uhr. Ich komme in echt schweres Fahrwasser. Frau Käßmann, wie fängt man da Menschen auf? Also auch sag mal, psychologisch. Also ich denke, dass diese jüngere Generation dadurch wirklich erschüttert ist, ja. Die keinen Krieg erlebt hat, habe ich ja auch schon nicht erlebt. Aber ich habe eine ähnliche Situation erlebt vor 34 Jahren bei Tschernobyl, so eine Totalverunsicherung. Du konntest nicht wissen, wie geht das weiter. Und deshalb ist es ungeheuer wichtig, dass es eine Erfahrung gibt von Solidarität. Ich bin auch nicht alleine in dieser Krise. Da gibt es eine Gemeinschaft, die will das zusammen wuppen. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Und wenn du dir nicht weiterhelfen kannst, helfe ich dir weiter. Dass wir uns in diesem Land auch darauf verlassen können, dass Menschen nicht total durchs System fallen, wie in den USA, dass niemand mehr da ist, auch keine Gesundheitsversorgung. Aber natürlich mache ich mir auch Sorgen, was das mit den Menschen macht, seelisch. Und das ist eine Verunsicherung. Die Verbitterung, die daraus kommt. Also, und eine Verunsicherung, das denke ich schon. Dieses Zutrauen, alles wird immer besser, alles ist super, alles, wie sie sagen, es läuft. Oder du hast 10, 20 Jahre in deinem Unternehmen gearbeitet, das hast du hochgebracht, mühsam, hast dafür, weiß ich nicht, deine 60, 70 Stunden in der Woche gearbeitet und dann läuft das endlich und dann kommt das. Da ist doch ein Bruch in der Biografie, von dem du dich im Zweifel so schnell nicht wiederholst, wenn überhaupt. Ich denke, das wird für viele eine Erinnerung sein auf Jahrzehnte damals, als das war. Aber deshalb ist mir so wichtig, dass wir auch Hoffnungsbilder bringen. Wir wissen, Menschen brauchen Bilder vom gelobten Land, wie es wieder werden könnte, wie es sein könnte. Dann können sie auch mit der Angst, die es ja einfach gibt, die soziale Angst, mit dieser Angst auch umgehen. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir solche Hoffnungsbilder auch malen. Es wird einen Bruch geben, es wird einen Einschnitt geben, aber es wird auch was wieder anlaufen. Und dabei wünsche ich mir auch, dass die Hoffnungsbilder auch die Solidarität nicht so kaputt machen, wie Sie das ja gesagt haben über Europa. Ja, dass jetzt jeder sagt, also Hauptsache in Deutschland geht alles gut. Und was den Italienern, oder nehmen wir diese Flüchtlinge in Griechenland auf den Inseln, über die kein Mensch mehr spricht. Ja, also, dass diese Solidarität doch auch so eine Krise überdauert. Aber Menschen können das. Und ich traue Menschen das auch zu. Sie sagten gerade Tschernobyl. Tschernobyl, um jetzt sozusagen meine Analogie zu bleiben, war die Finanzkrise 2007, 2008, also aus der Sicht des Ökonomen. Was ist der Unterschied zu heute? Der Unterschied zu heute ist, dass 2008, 2009 die Krise aus dem Finanzsystem kam. Das Finanzsystem war marode, Banken sind zu viele Risiken eingegangen, aber die Realwirtschaft war eigentlich gesund. Und so, wenn man das Finanzsystem einigermaßen repariert hatte, dann ging es auch relativ flott wieder bergauf. Und das ist, glaube ich, was Sie nochmal ansprechen, auch Hoffnung zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen. Deutschland ist durch die Finanzkrise, globale Finanzkrise 2008, 2009 sehr gut durchgekommen. Starker Absturz, aber dann auch eine sehr starke Erholung. Und auch bewusst zu machen, die Politik, die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik kann eine ganze Menge tun, um Sicherheit zu geben, Stabilität zu geben. Ich glaube, wir realisieren jetzt in der Krise, Deutschland hat einen starken Sozialstaat. Sie sprechen den Unterschied zum USA an, wo es praktisch keine Arbeitslosenversicherung gibt, wo es 30 Millionen Amerikaner gibt, die kein Gesundheitssystem haben. Und dieses Sicherungssystem oder Sicherheitssysteme in Deutschland, das ist extrem wichtig. Also die Politik kann eine Menge tun. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, das ein größeres Wirtschaftspaket jetzt aufgelegt hat als Deutschland. Auch das ist ein starkes Signal, ist ein guter erster Schritt. Ich denke, es wird auch nach dieser ersten Phase des Lockdowns noch mal zusätzliche Maßnahmen geben, um die Wirtschaft wieder anzuschieben. Heißt, den Impuls zu setzen, neue Autos zu kaufen. Woran denken Sie da? Elektroprämie erhöhen, solche Dinge?
Wir brauchen zwei Dinge. Einmal die Konsumenten, denen mehr Geld zu geben. Genau. Das kann eine Steuersenkung sein, das kann stärkere Transfers sein, aber auch den Unternehmen zu helfen, mehr zu investieren zu können. Also ich sehe, eigentlich wird kein Weg an einem Konjunkturprogramm ähnlich wie 2009, 2010 überhaupt vorbeiführen. Ist es auch eine gewisse Chance, auch eine Transformation voranzutreiben? Richtig. Automobilbranche haben Sie angesprochen. Dass es vielleicht auch den Prozess hin zu alternativen Antrieben, zur Elektromobilität beschleunigt. Auch in anderen Bereichen gibt es diese Notwendigkeit hin mehr zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Mhm. Ist auch eine Chance zu sagen, wir haben jetzt in vielen Bereichen so ein bisschen was wie einen Neustart. Das ist auch eine Chance, das zu nutzen. Also ich glaube, es ist wichtig, bewusst zu machen, der Staat, die öffentliche Hand kann eine ganze Menge tun mit einer klugen Politik. Und wir, gerade in Deutschland, wenn man das vergleicht mit China und den USA, jetzt mal als zwei Extreme, haben durch die soziale Marktwirtschaft, durch die soziale Sicherungssysteme eigentlich eine gute Voraussetzung, die Menschen mitzunehmen. USA ist gerade ein interessantes Stichwort. Wenn man das so aus der Ferne sieht, hat man an einigen Stellen das Gefühl, dass ausgerechnet jemand wie Donald Trump durchaus auch soziale Marktwirtschaft plötzlich entdeckt. Also plötzlich sind so Dinge wie Krankenversicherung und Ähnliches oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sind plötzlich keine Tabus mehr. Darüber kann man reden. Ich freue mich sehr, dass uns Johannes Hanno zugeschaltet ist aus unserem Studio in New York. Schönen guten Abend, Johannes, nach New York. Hallo. Johannes, wie erlebst du gerade die Situation in der Stadt? Opfer in Kühllastwagen sehen wir da. Was ist das für ein Moment gerade in New York? 1500 Tote und die Zahlen steigen quasi stündlich. Das ist schon. Also das ist schon relativ gespenstisch, muss man sagen. Und ich wollte mal kurz auf Herrn Streck was sagen. Also dem Virus hat man hier genügend Zeit gelassen. Man hat ja einen Monat quasi gar nichts getan. Der amerikanische Präsident hat am Anfang das alles runtergespielt, hat gesagt, naja, 15 Infektiöse, das ist kein Problem. Das wird genauso schnell wieder vorbei sein, wie es gekommen ist. Wie durch ein Wunder sei es auf einmal weg. Jetzt hat man die Situation, dass tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, hier vor den Krankenhäusern Kühllaster stehen, weil man die Leichen zwischenlagern muss, weil die Leichenhallen in den Krankenhäusern tatsächlich nicht mehr ausreichen, um die Menschen, die Gestorbenen, dort irgendwo unterzubringen. So, das ist schon eine sehr gespenstische Situation. Und der Gouverneur von New York, Mario Cuomo, hat gestern fast flehentlich das ganze Land angerufen und gesagt, bitte schickt uns eure Ärzte, eure Krankenschwestern. Wir brauchen alles, was ihr habt. Wir stehen hier vor einer gigantischen Katastrophe, wenn wir jetzt nicht sofort alles tun. Und wir müssen alles tun, denn eins sei auch klar, das, was New York im Moment erlebt, werden andere Bundesstaaten zeitverzögert auch erleben. Und dann wäre New York bereit, denen auch zu helfen. Also in so einer Situation ist es schon relativ schwierig, ich sag mal, auch sich bei sich selbst zu bleiben und irgendwie versuchen, weiterzuarbeiten, rauszugehen, mit Leuten zu sprechen. Und mir hat ein Freund erzählt, der hier Arzt ist, der hat gesagt, die nächsten 4 Wochen sollte sich gar keiner irgendwelche Illusionen machen. Die nächsten 4 Wochen hier in New York wird es nur darum gehen, zu überleben. Das ist ein harter Satz. Herr Strick will gerade, der sich wahrscheinlich an dem Punkt missverstanden fühlt. Genau. Das ist nicht das, was Sie meinten. Ne? Genau. Vielleicht können Sie einmal rausarbeiten, was genau der Unterschied ist. Ich hatte das auch auf der Zunge, ja. Die Frage, der Unterschied zwischen einfach laufen lassen und dem, was Sie vor Augen haben. Also, nur ganz kurz. Erstmal, mein Name ist Strick. Ja, ja. Schreck, will keinen Schrecken verbreiten. Es geht ja nicht darum, das Virus einfach laufen zu lassen. Aber wir haben Maßnahmen getroffen und wir sehen, dass eine Maßnahme wirkt. Dafür braucht man Zeit. Das dauert einfach 10, 14 Tage, bis wir sehen, dass eine Maßnahme überhaupt einen Einfluss hat. Wir haben in Deutschland eine Maßnahme nach dem anderen eingeführt, bevor wir uns eine Maßnahme angeschaut haben, ob sie einen Effekt hat. Okay. Ich sage auch, dass die ersten beiden Maßnahmen waren ja auch richtig. Ob man dann am Ende wirklich eine Ausgangsbeschränkung braucht, das habe ich in Frage gestellt. Zum Beispiel und auch diesen extremen Shutdown haben wir schon ausführlich besprochen. Johannes, New York, das ist so eine Stadt, die auch aus deutscher Sicht viele, viele Menschen fasziniert, so das Herz der Welt, die Hauptstadt der Welt. Wie gehen die New Yorker mit dieser Situation um? Wie war das Gesundheitssystem darauf vorbereitet? Also auf der einen Seite eine Stadt, von der ich weiß, dass es dort mit die besten Labore der Welt gibt und auf der anderen Seite so katastrophal getroffen, dass man jetzt schwimmende Kliniken sozusagen in die Stadt bringt. Muss, um das Ganze noch einigermaßen in den Griff zu kriegen. Wie gehen die New Yorker damit um?
Also du hast gerade die Betten angesprochen. Mir hat ein Arzt erzählt, man hat halb so viele Betten wie in Italien, hier in New York. Und ein Rettungssanitäter oder der Chef der Rettungssanitäter der Gewerkschaft hat gesagt, es würde sich jetzt zeigen, dass die reine Profit- und Gewinnmaximierung, die man hier ins Gesundheitssystem gesteckt hat, weil das sind hier vor allen Dingen Profit-Center. Es gibt zwar städtische Krankenhäuser, da sind aber auch Betten und ganze Krankenhäuser geschlossen worden, Betten abgebaut worden. Und man hat hier tatsächlich mit die besten Krankenhäuser in der ganzen Welt, aber das sind private Profit-Center. Und viele Leute sind schlicht und einfach nicht versichert. Und das war ein großes Problem am Anfang. Viele hatten sich nicht getraut, sich überhaupt testen zu lassen, weil sie nicht wussten, ob sie auf den Kosten sitzen bleiben. Viele haben Angst. Es gibt auch viele Illegale hier, die nicht in die Krankenversorgung gehen. Und so konnte sich das hier am Anfang relativ schnell, relativ weit verbreiten. Ansonsten muss ich sagen, wir waren gestern drehen in einer Fabrik. Da setzten sich Leute zusammen und gesagt, wir sind New York, wir müssen jetzt was tun. Den Leuten fehlt Protection Gear, also Face Mask und diese Face Shields. Und dann machen die das einfach. Die haben am Sonntag die Idee gehabt, haben am Montag die Fabrik aufgebaut und haben bis heute schon 120.000 Face Shields gebaut. Und haben gesagt, wir müssen das tun, wir haben keine Zeit zu verlieren in New York. Wir sind hier so eng, sitzen wir zusammen und wir müssen alles tun, damit wir das auf die Reihe kriegen und zwar so schnell wie möglich. Denn wir werden uns das nicht lange leisten können, das ist ja im Gespräch auch schon angesprochen worden, die Wirtschaft allzu lange runterzufahren. Wir müssen jetzt alles tun, was wir können, um möglichst schnell wieder back to normal zu kommen, also die Stadt wieder hochzufahren. Denn das ist schon gespenstisch zu sehen, dass eine Stadt wie New York, die sonst so lebendig ist, quasi auf Null gefahren ist. Hab gelesen, dass gerade durch die Nähe, durch die Dichte, die natürlich in einer Stadt wie New York auch so entscheidend ist für diesen kreativen Prozess, ja, der diese Stadt ja auch ausmacht, dass dort natürlich die Infektionsrate eine ganz, ganz andere ist als irgendwo auf dem flachen Land. Das heißt, was wird da jetzt im Moment getan, um dem zu begegnen? Und vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Satz dazu sagen, Johannes. Man hat aus der Ferne betrachtet oft das Gefühl, da geht es schon auch darum, New York gegen Donald Trump im Weißen Haus. Ist das ein Eindruck, der täuscht? Nee, der täuscht nicht. Also wir haben hier einen, es geht nicht nur um die Stadt New York, sondern um den Bundesstaat New York. Und der Gouverneur Mario Cuomo hat von Anfang an gesagt, als es richtig losging, auch in China, dass es klar war und nach Europa übergeschwappt ist, wir müssen etwas tun. New York ist anfällig. Wir sind eine Stadt, wo die ganze Welt zu Besuch ist. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Infektion hier landet. Und wir müssen was tun. Und er hat gesagt, wir müssen testen, 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 um zu gucken, was passiert. Wo sind wir? Und Donald Trump hat am Anfang gesagt, das brauchen wir alles gar nicht. Das war ja alles Bundespolitik. Die Tests kamen nicht, dann kamen Tests, die haben nicht funktioniert. Und dann ist ihm irgendwann der Kragen geplatzt, dem Gouverneur hier, und hat gesagt, wir müssen das jetzt machen. Ich setze euch die Pistole auf die Brust. Wir haben die Kapazitäten, wir können das. Wir haben viele private Labore, die das können. Wir haben staatliche Labore, die das können, hier aus dem Bundesstaat New York. Wir müssen das machen. Und er hat richtig Druck gemacht gegen Donald Trump. Und man muss ja auch sagen, es hat irgendwie auf Dauer jetzt funktioniert. Der amerikanische Präsident hat eingesehen, dass die Lage sehr, sehr dramatisch ist. Es wird jetzt getestet. In New York testet im Moment, ich glaube, mehr als pro Tag, mehr als Südkorea testet oder als China getestet hat. Das heißt, da ist dann alles angelaufen. Und der Präsident, so sieht es jedenfalls für mich aus hier aus der Perspektive, läuft dem Ganzen jetzt ein bisschen hinterher. Und er hat, nachdem er anfänglich ja gesagt hat, das sei alles kein Problem, gestern gesagt, es sei schon ein Erfolg, wenn wir es schaffen könnten, die Todeszahl auf 100 bis 200.000 zu reduzieren. Also da sind wir mittlerweile angelangt. Wahnsinn. Was machen diese Bilder mit den Menschen in der Stadt, wenn man diese Bilder sieht von Zelten, von Kühllastwagen und so weiter? Was löst das aus? Panik? Nee, Panik ist, würde ich sagen, im Moment nicht. Das Problem ist, man hat ja kaum noch Möglichkeiten, mit Leuten zu sprechen, weil alle zu Hause sind. Und da muss ich sagen, sind die New Yorker auch, wie soll man sagen, sehr hemdsärmlich, klar und präzise. Es wird gesagt, wir müssen das jetzt tun, dann wird das auch gemacht. Es gibt einige Plätze, wo noch Spielplätze, wo sich immer noch Leute treffen. Aber im Grunde genommen muss man sagen, habe ich das Gefühl, so aus der Distanz, auch was ich sehe, was in Deutschland passiert, dass die New Yorker viel, viel disziplinierter sind, was diese Stay-at-Home-Order angeht. Also man bleibt zu Hause, man geht nur in den Supermarkt, wenn es absolut sein muss, man hält Abstand, es werden nur bestimmte Gruppen reingelassen. Schritt für Schritt macht man das. Also die New Yorker sind alles andere als panisch im Moment, zumindest mein Eindruck. Mhm. Die New Yorker halten sich an die Regeln und versuchen da jetzt irgendwie durchzukommen. Eine letzte und vertrauen ihrem Gouverneur, das muss man auch sagen. Also der hat hier ganz, ganz hohes Ansehen gewonnen. Johannes, eine letzte Frage in dem Zusammenhang. Ihr habt das vorhin und eingangs erwähnt, du warst sehr lange auch Südostasien-Korrespondent, sehr lange in Peking auch gewesen. Als du gehört hast von den Fällen in Wuhan, als du gehört hast, was da losgeht, als völlig unklar war, wie groß die ganze Sache ist, welche Dimension, welches Ausmaß das hat, wie reagiert dann jemand wie du? Reagiert der anders als wir, die wir in dem Sinn ja gar keine Erfahrung, auch nicht mit dem chinesischen Regime haben?
Also meiner Frau und mir war relativ schnell klar, dass es mit den Zahlen nicht stimmen kann, die uns da aus China erreichen. Denn in China, in allen Diktaturen und autoritären Regimen ist es völlig klar, dass Zahlen immer politisch sind. Und dass es schlimm ist, war klar, als die chinesische Führung dann damit begonnen hat, Wuhan abzuriegeln. Und da waren die Zahlen ja immer noch einigermaßen okay sozusagen. Und wir haben dann gemerkt, weil meine Frau hat in Wuhan studiert, sie hat mit Leuten dort gesprochen. Es gibt ja auch in New York so eine Wuhan-Community, Alumni-Community, die haben sich auch miteinander kurz geschlossen. Und die haben dann relativ schnell über diese Kontakte, die sie nach Wuhan hatten, gesagt, das ist viel, viel, viel schlimmer als alles, was wir hören. Und die haben angefangen, hier in Amerika sich zusammenzuschließen, haben sofort Face Mask, also Schutzmasken gekauft, Schutzausrüstung gekauft, alles, was sie kriegen konnten. Und haben versucht, das nach Wuhan zu schicken, weil das, was sie da gehört haben, ist, dass es in den Krankenhäusern eigentlich an allem fehlt, dass die Infektionsrate dramatisch hoch ist, dass die Leichen, dass es viele, viele Tote gibt, viel mehr als damals offiziell gesagt worden ist. Und dann ist hier sozusagen eine Rettungsaktion angelaufen aus Amerika für die Chinesen in Wuhan. Was ganz interessant ist, ist jetzt, dass es genau umgekehrt jetzt läuft. Also jetzt sagen die Chinesen, Mist, da in New York ist es richtig schlimm. Jetzt kriegen wir hier sozusagen aus der chinesischen Community nach New York reingeschickt Hilfe, Unterstützung, was die Face Masks und so weiter angeht. Das geht also in beide Richtungen. Aber Tatsache ist, man kann den Zahlen da aus China nicht wirklich vertrauen. Also ich habe denen nie vertraut und würde das auch in Zukunft nicht tun. Also, Johannes, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir werden uns in den nächsten Tagen noch einige Male sprechen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute euch. Bleibt gesund. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den anderen Teilnehmern dieser Sendung. Bei Frau Käßmann, die heute bei uns zu Gast war. Bei Hendrik Streeck, dem Virologen, der ja gerade dieses spannende Experiment jetzt in Heinsberg macht. Werden wir uns sicher auch noch mal sprechen. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Marcel Fratscher und selbstverständlich auch bei Reinhard Merkel, dem Staatsrechtsphilosophen, der uns vorhin zugeschaltet war. Jetzt die Kollegin von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, danke, tschüss.